Zum Fahren ist er fast zu schade. Dieser DB5 aus dem Jahr 1964 kostet heute rund 700.000 Euro. Unternehmer Steffen Appel hat ihn sich geleistet. Nicht nur, weil er auf Aston Martin steht, er ist schlicht und ergreifend der größte Bond-Fan aller Zeiten. Aston Martin und James Bond gehören für mich zusammen. Schon durch die Tradition, jahrzehntelang, und auch durch den neuen Film Spectre fährt er ja auch einen neuen DB10. Atemberaubend, nicht wahr? Von 0 auf 100 in 3,2 Sekunden. Hat ein paar nette Tricks auf Lager. Klar, Bond muss, wie im aktuellen Film, Aston Martin fahren. Oder? Tatsächlich war das in 24 Filmen erst 7-mal so. Ich bin zwar kein Brite, aber ich finde, James Bond muss ein englisches Auto fahren. Ja. Warum eigentlich? Es gibt doch noch mehr schicke Schlitten mit ordentlich Dampf unter der Haube. Aber haben die auch das Zeug zum Bond-Auto? Go! Go! BMW M6 gegen den SLS Black Series. Ein Vanquish im Union Jack. Mehr Bond geht nicht. Matthias und Cindy wollen Steffen Appel vom Gegenteil überzeugen und ihm Alternativen zu Aston Martin zeigen. Hey Steffen. Hallo, servus. Tag. Schöne Farbe. Hallo Steffen. Bonjour. Ja, hab gedacht, heute mal was Besonderes extra für euch. Mhm. Sonst British Understatement. Und hab gesagt, heute auch. Muss man mal Farbe bekennen. Was sagst du zu unseren Alternativen hier? M6 und AMG Black Series? Kann ich erst mal wenig zu sagen. Zeigt erst mal, was sie drauf haben. Ja, zeig du erst mal, was du ja, drauf hast. Genau. Wir folgen. So, Cindy. Normalerweise bin ich hier immer im Fahrersitz. Und ich muss heute gehe ich auf den Beifahrer extra für dich. Ja, genau. So fährt das englische Oberhaus. 12 Zylinder, 576 PS. Der Preis 250.000 Euro. Der Vanquish ist ein Aston, wie ihn James Bond liebt. Da ist sich Steffen sicher. Und er muss es wissen. Hast du mitgespielt im Film, oder? Im Film nicht. Ich war Produktionsfahrer und hab dann die. Ach, come on. So krass bist du drauf? Ja, also es war schon ein Erlebnis. Also ich habe die Schauspieler gefahren, außer Daniel Craig. Da hat er seinen eigenen Fahrer mitgebracht aus London, der ihn schon seit 15 Jahren fährt. Aber sonst Produzent Barbara Broccoli. Er nimmt seinen eigenen Fahrer seit 15 Jahren immer mit überall hin. Zu jedem Film, ja. Ja. 6 Wochen war Steffen mittendrin im 007-Universum. Der Frankfurter weiß ganz genau, was ein Bondwagen drauf haben muss. Also Bondauto muss natürlich auch in höheren Geschwindigkeiten noch ein bisschen zulegen können. Ja, dann los. Und jetzt sind wir bei 100. Mal los, geht. Ja, 160, 170, 180, 190, 200. Der geht gut, hä? Ja, der zieht immer noch. 250, 260, 65, 270. Alter, und er schiebt immer noch an, ne? Er schiebt immer noch an. Also, ich würde sagen, geht ganz gut, ne? Ja. Ja, das geht doch zu meinem Bond-Auto, wa? Das muss auch richtig. Bond-Auto muss ordentlich gehen. Erst bei 323 km/h ist der Topspeed erreicht. Aber nicht nur schnell muss es gehen. Eine Agentenkarre muss deutlich mehr können. Auch unabdingbar ist natürlich, dass ein Bond-Auto auch wendig auf der Straße ist. Denke nur an die ganzen Verfolgungsjagden. Dazu gehören schnelle Richtungswechsel und natürlich eine perfekte Gesamtperformance. Sonst wird's nichts mit der Flucht vor den Gangstern. Die Anforderungen sind klar. Können die Konkurrenten sie erfüllen? Cindy und Matthias haben Deutschlands Sportwagen-Elite aufgefahren, einen 631 PS starken SLS Black Series und einen BMW M6 mit 600 PS. Matthias sieht den SLS im Vorteil. Also ich habe schon Angst vor dem Auto, ganz ehrlich. Weil das einfach, der wird mich in Grund und Boden fahren. Wenn es nur ums Fahren geht, fährt der Black Series mich in Grund und Boden. Das stimmt. Das weiß ich auch. Besonders mit mir als Fahrerin natürlich. Das macht Mercedes dann wieder. Weißt du, da brauchst du gar keinen richtigen Fahrer. Das kann das Auto von ganz alleine. Ja, wenn die Decken passen noch dazu. Die erste Aufgabe, ein 180-Grad-Turn. Slalom fahren, wenden und mit Vollgas ins Ziel.
Matthias M6 kostet mit Competition-Paket knapp 170.000 Euro. Er ist 31 PS schwächer als der SLS. Aber Leistung alleine wird den Bond-Parcours nicht entscheiden. Gut, Matthias, dann zeig mal, was du drauf hast. 3, 2, 1, Feuer! Los geht's mit der sogenannten Rockford-Wende. Komm, 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 komm! Wir brauchen immer ein bisschen, bis der Gang reingemacht wird. Ja, das ja. Geht schneller mit dem Handschalter. Hätte ich jetzt auch gesagt. Du weißt schon, rechts ist Gas. Ja. Matthias weiß genau, wo der Gasfuß hingehört. Den Rest erledigen 700 Newtonmeter Drehmoment. Komm, da geht noch was. Der fährt ein bisschen wie James Bond jetzt. Also, der fühlt sich gut in der Rolle. Baby, komm. Die letzten Meter. Noch einmal durchbeschleunigen und mit Vollgas ins Ziel. Boah. Nicht schlecht. 38, 5. 38, 50. Ja. Okay. Was sagst du, Cindy? Lebst du noch? Alles korrekt. Also ich weiß nicht, ob wir haben das neue Auto für James Bond entdeckt. Auf jeden Fall haben wir vielleicht die neue Schauspieler entdeckt. Die Rockford-Wende trifft Matthias perfekt. Nach 4 Sekunden sind wieder 100 km/h auf der Uhr. Am Ende geht der BMW mit 210 Sachen durchs Ziel. Wie fandst du meine Runde? Perfekt, möchte sie sagen. Ihr fehlen die Worte, aber sie möchte eigentlich perfekt sagen. Stimmt. Ich muss sagen, erstaunlich. Um den M6 zu schlagen, geht Cindy mit dem SLS Black Series an den Start. Sein Wert mittlerweile 500.000 Euro. Als Neuwagen gibt es den Straßenrenner nicht mehr. Aber kann der Mercedes den BMW hinter sich lassen? Es sieht aggressiv aus, das fährt sich schnell, das fährt sich gut. Du kannst alles machen mit dem Auto. Also da für mich gibt es keine andere Alternative. Der SLS AMG Black Series ist einfach das James Bond Auto. Ja, ich bin da nicht so ganz bei dir. Goodbye, 00 Malmedy. Hello, Mrs. Bond. 3, 2, 1, los! Das ist das alles Entscheidende, was jetzt kommt. Das dauert ewig lang da. Die Zeit wird sie niemals wieder aufholen. Der SLS verliert über eine Sekunde. Cindy stellt jetzt den Fuß aufs Bodenblech. Bisschen rutschig, ja? Die Rennfahrerin treibt den Mercedes ans Limit und trifft den Wendepunkt perfekt. Und go! Ich weiß, ohne dass ich die Stoppuhr in der Hand halte, dass sie nicht schneller ist. 38 Sekunden gilt es zu schlagen. Zu der Bremsung kannst du sie sagen, würde ich sagen. Ne? 40,93. 40,93, das ist nicht möglich. Ist hier immer vom Rückwärtsgang nach dem Drehen an den Vorder-, da braucht er zu lange. Da steht er. Der braucht ewig lang. Der steht ja bei 1,5 Sekunden. Oder? Noch. Ja, ja, er braucht zu lange, bis er einen Gang da reinkriegt. Ja, der freut sich. Oh. Schlechte Laune. Na, was sagt die Zeit? 40,93. 40,93. Der Funk geht an den M6, würde ich sagen. Dabei gelingt Cindy die Rockford-Wende eigentlich gut. Doch dann klebt der SLS auf der Stelle. Das kann Mrs. Bond nicht mehr aufholen. Ich denke, bei jeder Aufgabe gibt es Vorteile und Nachteile bei jedem Auto. Ich denke, mein Auto hat wirklich bei den Challenge, die jetzt kommen, Vorteile. Jetzt zählt nur Geschwindigkeit. 007 darf Superschurken im Supersportwagen keine Chance lassen. Wer ist schneller auf der 1,6 Kilometer langen Landebahn? Runde 2 im Duell ums perfekte Bond-Auto. Sie ist leichter und sie hat mehr Leistung. Und ich fahre. Also sollte eigentlich alles okay sein. Der SLS schafft 315 km/h Spitze, der BMW 305. Auf die Plätze, fertig, los! Den Start hab ich gefunden. Oh, aber jetzt ich komme. Tschüssi, bye bye.
jetzt schon drauf, aber ich halte mit, ich halte mit, ich halte mit. Yes! Ich hab die Nase vorne. Uhu. Also, das sind... Das sind 20, 30 Meter. Am Start hat der BMW mehr Punch, aber der Black Series ist 300 Kilo leichter und 31 PS stärker. Das macht auf der Strecke den Unterschied. Der SLS gleicht aus. Es steht unentschieden. Hallo. Es war sehr, sehr knapp, finde ich. Ja, ich hatte dafür, dass dein Auto so viel leichter ist und so viel stärker, war der Abstand 20, 30 Meter oder so. Ja. Aber eindeutig, sie hat gewonnen. Ich habe gewonnen. So, Glückwunsch. Jetzt steht auf 1-1. Genau. Tja, jetzt steht die Entscheidung an. Also, was soll man sagen? Er war bei der Performance der Slalomfahrt besser. Er bei der Beschleunigungsfahrt. Also, da steht es unentschieden. Ich muss mich designtechnisch, tut mir leid, für dich, für den Mercedes entscheiden. Stefan, ja. Danke schön. Der SLS ist teurer und exklusiver. Er hat Tradition, Flügeltüren und Sexappeal. Kurz, er passt besser zu Bond als der M6. Ich brauche jetzt mal 5 Minuten. Gib mir mal ein Handy, ich muss mal eben telefonieren. So schnell gibt sich Matthias nicht geschlagen. 00 Malmedy hat noch ein Ass im Ärmel. Nur welches? Karl, ich bin's, der Matthias. Ja, ja, mir geht's auch gut. Und dir? Hör mal, ich habe einen kleinen Notfall hier. Ich bin hier in so eine Situation reingeraten, wo ich alleine nicht mehr rauskomme. Ich brauche ein Auto. Was Großes, Schweres, Tiefes, Schnelles, Starkes. Hast du da? Ja, super. Macht nichts, wenn es schnell geht, ne? Bis dann. So, ich geb mir 5 Minuten noch, ja? Matthias setzt auf 659 böse PS. Wo bleibt MM? Okay, wir hören jetzt mal. Nein, das geht gar nicht. Hat er wirklich ein Corvette geholt? Nicht irgendeine Corvette, sondern eine Z06 mit 659 PS. Diese Rennmaschine ist so heiß, da beginnt selbst der Asphalt zu glühen. Das Schnäppchen im Bond-Vergleich kostet nicht mal ein Drittel des SLS, nämlich 140.000 Euro. Das ist ein Bond-Auto, liebe Freunde. Das Establishment ist entsetzt, aber der amerikanische Underdog soll seine Chance bekommen. Auf der Suche nach dem perfekten Bondwagen muss er sich gleich in der Königsdisziplin beweisen. Die Verfolgung. Meist beginnt es zu Fuß und endet im Supersportler. Das haben auch Cindy und Matthias vor. In unserem Jagdduell parkt das Auto in Fahrtrichtung. Der Fahrer sprintet 35 Meter zum Wagen und fährt dann eine Runde mit 2,1 Kilometern und 6 Kurven. Die schnelle Runde ist jetzt wirklich schwer vorauszusagen. Das kommt jetzt auf alles drauf an. Wir haben hier einsetzenden Nieselregen. Du hast auch Sportreifen drauf, ne? Ja. Also das wird jetzt ganz, ganz schwierig. Wir werden da wirklich alles geben und in diese Bedingung. Das ist einfach sehr, sehr rutschig. Das hat viel Leistung. Wir fahren natürlich ohne ESP. Also alles frei und da müssen wir erstmal auf die Strecke bleiben. Jetzt ist Gefühl gefragt. Im Agentenstil startet Matthias zu Fuß. Steffen gibt das Startsignal. Wie in Casino Royale. Erst rennen, dann alles aus dem Supersportler rausholen. Das ist so ein Biest, dieses Teil. Das ist so unfassbar. Aber hat dieses Biest das Zeug zum Bondwagen? Das Gute ist, ich muss ganz selten schalten, weil die Gänge so lange übersetzt sind, dass ich einfach fast alles im Dritten machen kann. Niedrige Gänge würden die Reifen nur durchdrehen lassen. Fast 900 Newtonmeter sorgen für richtig Alarm. Und rum die Schose hier. Come on, baby, und stopp! Ja.
Was sagst du? 1:14.43. 1:14.43. Was sagst du denn überhaupt zu meinem James Bond Auto? Macht was her. Laut. Ja, genau. Ein Lob vom Experten, wenn auch verhalten. Ja, ja, ich weiß. Sauber gefahren, ne? Du hast das gelernt, ne? Du. Wie war die Zeit? 1:14.43. Das hört sich schnell an. Ist es aber schnell genug? Jetzt ist der SLS dran, mit 28 PS weniger Leistung. Doch der Black Series hat natürlich auch Vorteile. Er ist 50 Kilo leichter und hat ein Doppelkupplungsgetriebe. Also sie ist komplett ohne Wheelspin losgefahren, das ist schon mal nicht schlecht gewesen, ganz ehrlich. Mrs. Bond ist Rennfahrerin und lässt den Supersportler äußerst präzise um die Kurven. Mr. Bond ist beeindruckt. Okay, also nicht schlecht. 1:14 gilt es zu schlagen. 1:16. Kann nicht sein. 1:6. Kann nicht sein. Ich glaube nicht. So, sag die Zeit, Cindy. Sag die Zeit, Cindy. Und? Sag! Wie viel ist es? Sag! Du hast gewonnen. Sag! Sag die Zeit! 1:16.4 oder wie? 1:16.16. 1,7 Sekunden, Cindy, ha? Du hast Doppelkupplungsgetriebe, ich Handschalter. Was sagst du? Das ist ein James-Bond-Auto. Also Meister. Vom Fahrverhalten, ja, oder von der Zeit, aber... Du willst die gesamte Pakete, wir haben von Anfang an gesagt. Also wenn es kein Aston Martin sein sollte, dann auf jeden Fall die Corvette. Würde ich trotzdem zum Mercedes tendieren, weil James Bond in... Jetzt werden mich die Leute hassen. Geschmäcker sind verschieden, aber James Bond in der Amisch-Leute, sorry. Schönen Sonntag noch euch. Der M6 war auf Augenhöhe. Die Corvette konnte den SLS sogar schlagen und ist deutlich günstiger. Doch am Ende ist es eine Frage des Stils.